Hallo und wunderschönen guten Morgen zu diesem recht so schönen Thema. Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank, dass ich hier sein darf und zu diesem Thema sprechen darf. Es soll gehen heute um das Spannungsfeld Antisemitismus, Rassismus. Wie ist die Struktur heute? Natürlich ist das ein riesiges, riesiges Spannungsfeld. Was das Inhaltliche, das Definitionsmäßige angeht, was den Diskurs an sich angeht, was aber auch das Geschichtliche angeht. Ne? Deswegen habe ich das so aufgeteilt, dass ich erstmal einfach über die Definition kurz rede, einfach die historische Wurzel dieser verschiedenen Definitionen, dann einfach exemplarisch 5 große Spannungsfelder ausgesucht habe und dann euch ein kleines vorläufiges Fazit gebe und dann freue ich mich auch schon auf die Fragen und Kommentare. Also fangen wir erstmal an mit den Definitionen. Was beschreiben wir mit Rassismus und was beschreiben wir mit Antisemitismus? Natürlich sind das Worte, mit denen versucht wird, Phänomene zu greifen. Wir haben alle verstanden, dass nicht nur Jüdinnen und Juden Semiten sind und wir haben auch verstanden, dass es keine Rassen gibt. Aber so ist es nun mal in der Sprache. Man benutzt sie, um Dinge zu beschreiben. Und das hat auch manchmal seine Limits, aber so ist das eben. Beim Rassismus haben wir natürlich den Ursprung vor allem in der kolonialen Rassentheorie, die Rassentheorie vor allem von kolonialen Mächten wie Deutschland, Großbritannien, also eher die europäischen kolonialen Mächte, die eben die Welt in verschiedene Menschenrassen aufgeteilt haben, anhand pseudowissenschaftlicher Methoden, die eben da auch eine Hierarchisierung mit involviert haben, die sozusagen legitimieren sollte, dass es überhaupt so etwas wie Kolonialismus gibt, dass es überhaupt ein Weltbild gibt, in dem Menschen einfach an andere Kontinente fahren, die Kontinente sich zu eigen machen und nicht nur das, die Menschen, die dort leben, entmenschlichen und eben versklaven. Hier geht es vor allem um das Thema Überlegenheit und Unterlegenheit. Das ist vor allem der Ursprung dieser Definition, die eben auch in dieser damaligen Version vor allem einen ganz biologistischen Ansatz sozusagen hatte. Aber Rassismus, wie so viele andere menschenfeindliche Systeme, lernen sehr viel. Und deswegen haben wir immer mehr einen, wie Stuart Hall und auch Etienne Balibar es genannt haben, Rassismus ohne Rassen. Das heißt, es werden Gruppen konstruiert, es werden Gruppen fremd konstruiert, denen bestimmte minderwertige Charakteristika zugeschrieben werden oder auch, wie man es heutzutage immer mehr nennt, den Kulturalismus, also dass bestimmten Kulturen anstatt des Rassenbegriffes eine Minderwertigkeit vorgeworfen wird, natürlich bei einem sehr, sehr beschränkten Kulturbegriff. Was wir immer mehr auch haben, ist den Begriff des materialistischen Rassismusbegriffs, nämlich der dann sagt, Rassismus ist vor allem ein System, was aus einer kapitalistischen Ausbeutungslogik heraus entstanden ist. Das heißt, Rassismus an sich könne also nicht verstanden werden, ohne kapitalistische Struktur der Welt zu verstehen. Beim Antisemitismus ist es so, dass sie eben ihren Ursprung oder die Realität des Antisemitismus, der Begriff an sich nicht, den haben wir etwa seit Ende des 19. Jahrhunderts, aber vor allem die Realität des Antisemitismus. Eine ist, die weit, weit in die Antike, in das Mittelalter zurückgeht und uns bis in die Moderne mit begleitet. Und beim Antisemitismus ist es eben so, wie wir auch vorher auch schon bei Frau Bernstein gehört haben, Jüdinnen und Juden als übermächtig dargestellt werden, als eigentlich das Unglück aller Ebenen, als ein gigantisches Problem, was gleichzeitig nicht richtig fassbar ist und eben diese Übermächtigkeit, das Minderwertige ist, das ist, was abgelehnt ist, was abgelehnt wird. Und zudem darüber hinaus ist das vor allem im Kontext der Nationalwerdung, Nationalstaatenbildung in Europa, aber auch in vielen anderen Ländern und, Spoiler, auch im Mittleren Osten, ein wichtiger, fundamentaler Teil der nationalen Logik gewesen, des eigenen, ursprünglichen, authentischen Selbsts versus dem unauthentischen der Jüdinnen und Juden. Nicht nur das, das wurde weitergetragen
Leon Poliakow hat das zum Beispiel sehr gut beschrieben, dass dann vor allem durch die UdSSR es einen Übergang gegeben hat, den Antisemitismus eher als einen Antizionismus zu greifen oder den Antizionismus als etwas zu benutzen, indem man seinen Antisemitismus verstecken kann. Was meint er damit? Er hat vor allem über die jüdischen Gemeinschaften im Post-Ost-Raum, also der ehemaligen Sowjetunion, geredet, wo eben die Sowjetunion als großer Akteur im Zweiten Weltkrieg und als Befreier von Auschwitz natürlich den Antisemitismus fundamental abgelehnt hat als eine Ideologie der Gegner, nämlich Nazi-Deutschlands. Aber gleichzeitig dadurch, dass es auch immer mehr Jüdinnen und Juden gab, die eben auch zum Beispiel beansprucht haben, einen nationalen Status in der Sowjetunion zu haben oder auch eine Selbstbestimmung in der Sowjetunion zu haben, immer stärker unter Druck gebracht wurden. Und gerade unter Stalin eben auf der einen Seite diese Diskussion ganz klar in den Antizionismus gegangen ist, während am Anfang zur Gründung Israels und vor allem zur Zeit Lenins ist da noch eine ambivalente Diskussion der Geschichte gegeben hat, aber dann eben ganz klar dagegen gegangen wurde, ganz klar auch, und das ist ein ganz wichtiges antisemitisches Motiv, verleugnet wurde, dass Jüdinnen und Juden eine Arbeiterklasse haben, was natürlich angesichts nicht nur der Ghettos, sondern auch der objektiven materialistischen Lage, in der sich die Jüdinnen und Juden in Osteuropa beispielsweise, aber auch in den Ländern des Mittleren Ostens oder Nordafrikas befunden haben, einfach nicht realitätsgetreu sind, also natürlich ganz antisemitische Bilder. Und es ist auch sehr klar übergegangen in das, was wir heute Antisemitismus ohne Juden nennen, nämlich dass diese ganzen Bilder, die wir haben, diese Bilder der Übermächtigkeit, der Allgegenwärtigkeit, des Verrats, der Unursprünglichkeit, der Unauthentizität, dass das auch anderen Gruppen zugewiesen wird und auch anderen Gruppen, die eben in dieses Bild reinpassen, vorgeworfen wird, beispielsweise Teil einer zionistischen Verschwörung zu sein. Heutzutage ist es auch sehr krass, dann auch ein Teil des Antimodernismus, denn was man auch bedenken muss, ist, dass eben die Nationalismen und die Konflikte des frühen 20. Jahrhunderts natürlich auch sich im Rahmen der Frage von Tradition und Moderne abgespielt haben. Und die jüdische Community, jüdische Intellektuelle eine wichtige Rolle gespielt haben in der Frage der Moderne, in der Frage der Aufklärung. Auch da diese Verbindung aufgebaut wird zwischen einem unauthentischen jüdischen Dasein, auch diesem Kosmopolitismus, der da geraunt wurde und dann eben auch Verschwörungsmythen, die wir bis heute tatsächlich haben. Jetzt ist die Frage der Positionalität da. Ich bin nicht so ein riesiger Fan von Menschen, die jedes Mal in ihrer E-Mail-Note sagen müssen, dass sie auf besetztem, ich weiß nicht, schwäbischen Land sind oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, gerade in diesem Thema ist es sehr, sehr wichtig, dass ich auch deutlich mache, woher ich komme, was die Forschungsfrage angeht und woher ich komme, was auch mich persönlich angeht. Warum spreche ich überhaupt zu diesem Thema? Wir reden über das Spannungsfeld Antisemitismus, Rassismus, aber natürlich sprechen wir über den Nahostkonflikt. Also das ist klar, wir reden über den politischen und militärischen Konflikt zwischen Israel und Palästina. So einfach ist die Geschichte nicht zu trennen. Zudem reden wir ein Jahr ungefähr nach dem 7. Oktober, also dem größten Angriff auf Jüdinnen und Juden nach der Shoah. Das nochmal zu wiederholen, manchmal ist es nicht so obvious. Wir reden aber auch über Islamismus. Die Gruppe, die das begangen hat, ist nicht einfach irgendwo hergekommen. Die gibt es schon sehr lange. Und die agiert in Netzwerken, in verschiedenen Strukturen, transnational und international. Und das Letztere ist eines meiner Hauptthemen in meiner Forschung. Ich beschäftige mich nämlich mit Politik, aber auch Sicherheitspolitik und der Frage der Demokratisierung in Mittelost. Also der Frage der demokratischen Kultur in dem Sinne, wie werden Menschen zu einer Gruppe, zu einem Kollektiv, was ein aktives und praktisches Interesse daran hat, dass man in demokratischen Wegen seine Entscheidungen trifft, dass man Ziele auf demokratische Art und Weise verfolgt und auch auf eine gewisse Art und Weise eine Identität hat, die sich mit dieser demokratischen Frage zusammensetzt. Darüber hinaus beschäftige ich mich mit progressiven Bewegungen und feministischen Bewegungen, vor allem im Kontext
Iran, Kurdistan, Afghanistan, all den Ländern, die in den letzten Jahren ganz massiv darunter gelitten haben, dass islamistische Kräfte ein Monopol, ein Machtmonopol entwickeln in vielen, vielen Orten dieser Welt. Das heißt, ich möchte auch den Blick etwas erweitern auf das, was in der Region allgemein passiert. Und ich beschäftige mich viel mit innermigrantischem Rassismus und Rassismus und Diskriminierung in Mittelost, weil ich werde euch die Spannungsfelder natürlich aufzeigen. Und es ist im Diskurs manchmal so, dass einfach gezeigt wird, okay, wir haben den Antisemitismus hier und dann haben wir den globalen Rassismus und über den letzteren wird nicht so viel geredet und über den ersten wird ganz viel geredet und deswegen muss man das erstmal ausdeichseln. Aber wenn man ein bisschen hinter die Kulissen kommt, dann ist dann eigentlich die letztere Kategorie, nämlich der Rassismus in seiner Globalität, in seiner Mehrschichtigkeit, absolut nicht abgedeckt. Im Gegenteil, viele Menschen, die in diesem diskursiven Raum sind und diese Debatten auch für sich beanspruchen, ignorieren gesamte Genozide und rassistische Strukturen, die es im Mittleren Osten seit Jahrtausenden gibt. Und ohne das zu verstehen, kann man auch den Antisemitismus nicht verstehen. Das heißt, ich möchte auch ein bisschen eine Neuverhandlung anstoßen. Es gibt ja auch später dann die Workshop-Phase. Ich hoffe, dass das ein Anfang ist, der dann ein bisschen da reinleitet. Und dann halt eben auch ein bisschen mit den Definitionen arbeiten, die wir da haben. Aber auch die Fronten neu denken, die wir da haben. Und vielleicht auf einer persönlichen Ebene, für mich persönlich, als Kurdin aus dem Irak, war der 7. Oktober ein Tag, der mich sehr erinnert hat an den August 2014, als der IS weite Teile Kurdistans übernommen hat und in diesem Zuge tausende Menschen versklavt hat, vor allem jesidische Personen, Menschen einer religiösen Minderheit, die seit Jahrtausenden unterdrückt werden dafür, dass sie einer nationalen und religiösen Hegemonie nicht beigehören. Das heißt, das Bild, was wir von Frau Bernstein vorhin gesehen haben, Israel-ISIS, so sah das nicht unbedingt für mich aus. Für mich war es, Hamas ist gleich ISIS. Fangen wir an zum ersten Spannungsfeld, deutsche Erinnerungspolitik. Auf die Debatte habt ihr richtig Lust, glaube ich. Nein. Was ist die Sache? Wir haben eine große Kritik dessen, dass alles daran gemessen wird, wie Deutschland mit seiner Schuld umgeht. Und dass der Mangel der Aufarbeitung der deutschen Kolonialverbrechen beispielsweise immer wieder beiseite gestellt wird, weil Deutschland sozusagen dieser Akteur ist, der Erinnerung und Wiedergutwerdung ganz, ganz fundamental und final zu Ende gedacht hat und wir müssen alle eigentlich uns hinsetzen und Deutschland eigentlich danken, dass sie das so toll gemacht haben. Das ist eines der Spannungsfelder, nämlich die Frage, okay, wie funktioniert die Anerkennung und die Aufarbeitung und eine Geschichtspolitik des Holocaust, die dann auf der anderen Seite aber Kolonialverbrechen Deutschlands, jetzt im deutschen Kontext, anerkennt und aufarbeitet. Und noch weiter, diese Debatten haben wir auch in Frankreich beispielsweise, wenn es um französische Kolonialverbrechen in Algerien geht, aber auch in vielen, vielen anderen Ländern, Belgien, im Kongo beispielsweise, gerade durch die Black Lives Matter Bewegung, wo da auch viel mehr Bewegung in die Sache reingekommen ist. Gleichzeitig haben wir aber auch die Entwicklung eines politischen, wissenschaftlichen Feldes, nämlich der postkolonialen Studien. Und die sind natürlich nicht in einem Vakuum entstanden, sondern auch in einem Kontext bestimmter Positionen, bestimmter Strukturen. Was ist also die Grundkritik? Die Grundkritik dessen ist, die wir auch von Menschen selber, sowohl aus der jüdischen Community haben, als auch in deutschen Diskursen haben, ist, dass wir einen Diskurs, einen Antisemitismus-Diskurs und eine Erinnerungspolitik Deutschlands haben, die vor allem daran interessiert ist, Wiedergutwerdung, wie Eike Geisel es eben genannt hat, zu betreiben. Das heißt, die Deutschen müssen aus dieser Sache sauber rausgehen, alle machen bei der Sache mit und dann ist es einfach beendet. Ja? Denn Deine hat das auch als rituelle Distanz genannt, also der Holocaust ist etwas, was auf eine performative Art und Weise beispielsweise thematisiert aufgearbeitet wird, aber so richtig schwappt das dann nicht über und die postkoloniale Kritik ist eben, naja, natürlich, wenn das so auf die Art und Weise gelaufen ist, dann funktioniert das beim Thema Rassismus natürlich auch nicht. Wenn man noch ein bisschen tiefer geht in die Sache,
Und da kommen wir an den Punkt, wo ich sagen würde, unterscheiden sich Antisemitismus und Rassismus. Ist die Frage der Singularität, Habermas, einer der sehr aktiven Menschen im ersten Historikerstreik, keine Sorge, ich werde jetzt nicht darauf eingehen, aber ein Teil davon, hat vor allem gesagt, nein, der Holocaust in seiner Singularität darf mit nichts anderem verglichen werden, muss als solches begriffen werden und als solches analysiert werden. Jemand wie Yehuda Bauer jedoch hat sich dann hingesetzt und gesagt, nein, eigentlich beschreibt Singularität nicht ganz, was wir dort haben. Denn Singularität würde heißen, dass eben, wie auch bei der Wiedergutwerdung, das, was damals passiert ist, auch damals bleibt. Es gibt einen historischen Cut, die Sache ist damals passiert und man beschäftigt sich jetzt damit. Dahingegen gibt es aber ein Problem, oder warum Yehuda Bauer sagt, Präzedenzlosigkeit ist wichtiger, denn die Präzedenzlosigkeit des Holocaust ist eigentlich das, was er herausheben möchte, nämlich die Präzedenzlosigkeit der ideologischen Basis des Antisemitismus, der den Holocaust so eben zu verantworten hat, die ideologische Basis dieser strukturellen Vernichtung der jüdischen Bevölkerung gewesen ist. Und deswegen kommt man dann, wenn man diese Argumentation zu Ende denkt, ich habe am Ende auch ein paar Podcasts angehangt, wo diese Debatte auch noch mal genauer besprochen wird, ist es eben so, dass wenn zum Beispiel Leute wie Michael Rothberg, ein Holocaust-Forscher, der sich sehr, sehr stark dafür einsetzt, dass eben multidirektionales Denken und Erinnern gemacht wird, nämlich dass rassistische, koloniale Verbrechen und eben der Holocaust, dass die eben gemeinsam gedacht, erinnert, strukturiert, analysiert werden, dass da aber von einer Perspektive der Präzedenzlosigkeit gesagt werden würde, naja, aber das greift weder die zeitliche Kontinuität, die Tatsache, dass es passiert ist, bedeutet, dass eben dieser Holocaust jederzeit wieder passieren könnte, dass das verwischt wird und dass eben diese zeitliche Beendung dieser historischen Gegebenheit einfach so in den Raum gestellt wird. Und da ist einer dieser großen Spannungsfelder, die wir haben zwischen Antisemitismus und Rassismus. Haben wir dieselbe ideologische Basis? Haben wir dieselbe Praxis? Und was ist eigentlich das Ziel der Erinnerung und der Aufarbeitung? Und das ist einer der Punkte, die sehr, 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 sehr leidenschaftlich diskutiert werden und wo ich auch tatsächlich denke, dass es ganz gut ist, dass man diese Sachen sehr fundamental diskutiert und sich auch immer wieder fragt, was man eigentlich mit Erinnern meint. Jetzt sind das alles sehr theoretische Sachen gewesen. Ich möchte euch ein bisschen in die Praxis reinbringen. Denn wie ich schon gesagt habe, das sind alles Menschen und Menschen schreiben Bücher und Menschen reden Dinge, aber das passiert nicht im politischen Vakuum. Und wer könnte es so glauben, im globalen Süden gibt es auch Hegemonien und Menschen, die mehr zu sagen haben als die anderen. Antisemitismus als Diskriminierung der Mächtigen. Eines der ganz, ganz wichtigen Bilder im Antisemitismus ist, dass man selbst, wenn man anerkennen kann, dass es sowas wie den Holocaust beispielsweise gegeben hat, dann am Ende sich doch eine Argumentation reinschleicht, die sagt, naja, das ist halt eben doch eine Diskriminierung der Mächtigen gewesen. Das ist eigentlich etwas gewesen, wo eine Gruppe, die objektiv ganz, 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 ganz viel Macht hat und ganz viel Asymmetrie ins Spiel bringt, eben diskriminiert wird. Interessanterweise ist das eben im Diskurs zum Thema Palästina und im Krieg in Israel-Palästina vor allem ab dem Sechstagekrieg in die Sache reingebracht worden. Denn der Sechstagekrieg, der Moment, wo eben Israel, nachdem sich die militärischen Kräfte von Syrien, von Ägypten damals unter Nasser, aber auch Kuwait, der Irak, Saudi-Arabien zusammengetan haben, immer stärker militärische Positionen aufgebaut haben, eben Israel mit einem Schlag gegen Ägypten in kürzester Zeit die Gebiete, die eben zuvor von Ägypten und Jordanien besetzt waren, nämlich einerseits Gaza von Ägypten besetzt war und das Westjordanland, wie der Name auch heißt, von Jordanien besetzt war, das eben wieder unter Kontrolle bringen können. Das heißt, in der globalen Linken hat sich auch ein Bild aufgetan, was die vorherige Ambivalenz eigentlich abgelöst hat. Die vorherige Ambivalenz, die gesagt hat, naja,
Israel ist am Ende doch das Land, was entstanden ist wegen dem Holocaust. Und irgendwo sind Jüdinnen und Juden, selbst wenn ihnen ihr Arbeiterdasein irgendwie abgesprochen wurde, eine marginalisierte Gruppe. Ab dem Moment, wo Israel militärisch dazu in der Lage gewesen ist, diesen Schlag auszuführen, hat das für viele ein Ende gehabt. Ganz fundamental. Und die Frage der Asymmetrie hat sich reingebracht. Ich lade euch aber dazu ein, Asymmetrie ein bisschen weiter zu greifen. Was ist also passiert? Vor allem die palästinensische Befreiungsorganisation, die PLO, hat ab 1967 angefangen, die palästinensische Sache nicht nur als einen territorialen Konflikt oder einen territorialen Konflikt der Araber darzustellen, wie das eben an langen Punkten gewesen ist, sondern als einen kolonialen Kampf, als einen Kampf, der globale Solidarität erfordert, denn er hat auch globale Konsequenzen und die Darstellung von sich selbst als Teil des globalen Südens, als nicht weiß, im Gegensatz zu einem weißen Israel. Das ist der Beginn eines solchen Framings gewesen. Oder im Zitat, we are fighting an anti-colonial struggle, a struggle of the oppressed against the colonizer. Jetzt könnte man in koloniale Debatten gehen, was Kolonialität bedeutet, was Siedierkolonialismus bedeutet. Das überlasse ich einschlägigen Quellen, die im Feuilleton sind. Aber was bedeutet das heutzutage oder wie wird diese Kolonialität ausgedrückt heutzutage? Naja, da haben wir eben zum Beispiel einen Achille Mbembe, der zum Beispiel gerade kritisiert wurde, an seinem 2017 erschienenen Buch, in dem er gesagt hat oder verglichen hat auf eine Art und Weise, dass das Apartheidsregime in Südafrika und in einer ganz anderen Größenordnung, in einem anderen Kontext, die Vernichtung der europäischen Juden, zwei emblematische Manifestationen dieses Trennungswahns sind. Also was eigentlich debattiert wird, ist etwas, eine Trennung, die aufgespalten werden soll, aber weniger ein Diskurs davon, wie globale Kolonialität und globaler Rassismus aussieht. Also eine Debatte, die sich ein bisschen mehr darauf fokussiert. Nun stellt sich die Frage, wenn es diesen kolonialen Blick gibt, sich selbst als Teil eines gesamten globalen kolonialen Kampfes zu verstehen, dann muss es ja theoretische und praktische Anknüpfungspunkte bei anderen kolonialen Unterdrückungssituationen und Genoziden geben. Wahrscheinlich würde man in seiner eigenen Region anfangen. Die Frage ist aber einerseits, kann man eine Bewegung, die Teil einer panarabischen Struktur ist, als antikolonial erklären? Kann man sehen, dass palästinensische Besatzung und Leiden real waren und sind, dass aber die PLO ganz offen Teil derselben ideologischen Struktur ist wie ein Nasser, wie ein Assad, wie ein Saddam Hussein? Und was bedeutet das eigentlich, Teil einer globalen Internationale zu sein, einer kolonialisierten Internationale zu sein, aber Teil dessen zu sein? Was bedeutet es zudem, Teil eines kolonialen Diskurses zu sein, wenn es auch eine Geschichte der Sklaverei in Afrika gegeben hat durch den Mittleren Osten, durch die arabische Expansion? Eine Sache, die ich immer gerne mitbringe oder mitgebe in diesem Kontext: der erste erfolgreiche Sklavenausstand, an den erinnern wir uns vielleicht mal in Haiti oder so, oder vielleicht Liberia, ich weiß nicht. Der erste war im 8. Jahrhundert, Anfang des 8. Jahrhunderts nach Christus, im Süden des Irak, die Sandsch-Rebellion. Ich lade euch sehr, euch das anzugucken. Euch anzugucken, dass es auch afroarabische Gesellschaften gibt, dass es wirklich reale koloniale Strukturen vor Ort gibt, die das Ergebnis von Kolonialismus und Rassismus sind. Was den anderen Kolonialismus nicht in Frage stellt. Aber die Frage ist, warum ist das nicht so sehr Thema? Warum gelten Staatskonstrukte wie der Libanon und alle anderen von den Franzosen und Engländern aufgebauten Konstrukte nicht als kolonial? Das würde mich sehr interessieren. Der Libanon wurde von Frankreich konzipiert als ein mehrheitlich christliches Land, was natürlich auch eine geopolitische wichtige Bedeutung hatte, und wurde auch so umgesetzt. Und das hatte auch die Klassenstrukturen des Landes selber sind so aufgebaut gewesen. Und sind es teilweise bis heute.
Das ist etwas, was bedingt, dass man sich mit dieser Geschichte und mit dem eigenen Anspruch, Konzepte der Erinnerung und der Aufarbeitung auf andere Themen anzuwenden. Was ist die Illegitimität und was ist die Kolonialität? Wie sehr standen diese Bewegungen an der Seite der Unterdrückten im eigenen Lager? Thema Anfal-Operation Saddam Hussein. Der größte Giftgasanschlag nach dem Zweiten Weltkrieg passierte in der Heimatstadt meiner Mutter 1988. Ihr ratet es, mit deutschem Giftgas. Saddam Hussein hat das damals gemacht. Lange Zeit wurde der aber in Frage gestellt, er wurde verleugnet. Einer der Menschen und der diskursiven Highlights der postkolonialen Studien, nämlich Edward Said, hatte dazu Folgendes zu sagen in der London Review of Books 1991. But why is it granted that only Israeli and Western affliction should be to this extent available, if not to maintain the fiction that Arabs are not equal with our side, that their lives and sorrows are not worth listening to? Warum sind die arabischen Leben weniger wert, wenn es eben in diesem westlichen Interesse sind? Und dann im nächsten Paragraph. Der Anspruch oder die Aussage, dass Irak seine eigenen Menschen vergast hat, seine eigenen BürgerInnen, wurde immer wieder wiederholt. Das ist maximal unsicher. Es gibt immerhin einen War College Report, wo man sagen kann oder wo bearbeitet wurde, ob vielleicht die Kurden in Halabja durch den Iran vergast wurden. Wenn man aber diese Berichte in den Medien heutzutage zitiert, dann ist das halt nur ab und zu mal der Fall. Und jetzt ist die Aussage, dass er dann seine eigenen Leute vergaß, ein Fakt geworden, hochgepusht worden zu einer Aussage, einem Beweis, der legitimieren soll, dass die USA ihn zerstören sollten. Was dann bedeuten würde, dass man den Irak zerstören würde, tausende Menschen umbringen würde und auch, und sogar für die amerikanischen Leben gibt es von Herrn Said Empathie, tausende Leben, amerikanische Leben, vor allem Unterprivilegierte, abgeben würde. Was so interessant ist an der absoluten Ahistorie dieser Aussage, ist nicht nur, dass 3 Jahre nach dem größten Giftgasanschlag nach dem Zweiten Weltkrieg immer noch verleugnet wurde, dass der überhaupt passiert ist. Das Krasse ist, dass 1991 erst wenige Jahre war, nach dem bis heute blutigsten Krieg im Mittleren Osten, der Iran-Irak-Krieg. Also reden wir über den Mittleren Osten? Reden wir über Menschen, die getötet werden? Reden wir über Konflikte? Oder reden wir einfach über etwas, was man sich selber so irgendwie aufbaut? In der Zeit des Iran-Irak-Krieges sind 6% der weltweiten Waffenproduktion in diesen Krieg gegangen, auf beide Seiten. Die Frage ist also die, wie sehr wurde in dieser Debatte durch Menschen wie Said, aber auch andere, wirklich eine historische, geschichtliche Realität kritisch aufgearbeitet und das Recht einverlangt, dass an alle und wirklich alle Verbrechen erinnert und gemahnt werden sollte? Und wie sehr hatte es eigentlich eher mit eigenen politischen Interessen zu tun? Und mit eigenen politischen Konstruktionen dessen, was der Mittlere Osten ist und was er nicht ist. Mindestens 1 Million Menschen wurden beim Iran-Irak-Krieg getötet. Dann also zu sagen, dass der Irak in Gefahr steht, zerstört zu werden, da zeigt eine Sache, die Zerstörung passiert immer durch den äußeren Feind. Die innere Zerstörung, der innere Krieg, das innere Blutvergießen ist eben immer zweitrangig in dieser Logik. Und auch das ist Teil des Antisemitismus. Die Externalisierung eines bestimmten Feindes und nicht dasselbe Maß, was man ja eben theoretisch vorgibt, für alle Verbrechen und genozidialen Verbrechen. Also wessen Kolonialität und wessen Unterdrückung debattieren wir? Wie universal ist die eigene Dekolonialität und wie asymmetrisch sind die Zustände? Denn Saddam Hussein ist einer der größten Unterstützer von Yasser Arafat gewesen. Und Saddam Hussein war sehr gut mit dem Westen. Das heißt, was bedeutet West und Ost in dieser damaligen Akteurskonstellation?
Dritter Punkt, Geschichtsrevisionismus. Seit wann ist Israel eigentlich komplett weiß? Holocaust. Der Holocaust wird immer als europäische Sache dargestellt oder als Diskriminierung unter Weißen. Das ist etwas, das immer wieder ein Anspruch, der immer wieder gebracht wird. Erst kürzlich, während den Wahlen in Frankreich, habe ich noch einen Kommentar gesehen von Rema Hassan, eine sehr, sehr bekannte palästinensischstämmige Abgeordnete und Vertreterin der LFI, die gesagt hat, aus Palästina wieder ein europäisches Problem machen. Aber was bedeutet das? Was bedeutet das, ein europäisches Problem aus etwas zu machen? Und wer sind die Mittleröstlichen und wer nicht? Und wessen Geschichte ist eigentlich Teil der Debatte? Was leider immer wieder gemacht wird in dieser Gleichstellung, in dieser Debatte, ist, dass das Dasein von mittelöstlicher rechter Geschichte vollkommen ignoriert wird und das so getan wird, als ob der Nationalsozialismus ganz brav irgendwo zwischen, schlag mich tot, Bulgarien und der Türkei Stopp gemacht hat. Ja, das ist natürlich nicht so gewesen. Das ist natürlich nicht so gewesen. Brennende UnterstützerInnen hat es damals gegeben für das Nazi-Regime. Die türkische Rechte, die iranische Rechte, die arabische Rechte sind in sehr, sehr engem Zusammenhang mit der europäischen Rechten aufgebaut worden. Das ist ein gemeinsamer diskursiver Raum gewesen. Man muss sich daran erinnern, ein Reich wie das Osmanische Reich ist ein imperiales Reich gewesen. Das hat mit dem Kaiserreich zusammengearbeitet. Das heißt, das waren nicht einfach irgendwelche, wie sie sich eben dann ab 67 genannt haben, Third World Countries. Der Mittlere Osten ist in einem komplett anderen machtpolitischen und historischen Kontext gewesen. Und das wird vollkommen unter den Teppich gekehrt. Was damit einhergeht, ist, dass auch die Kooperation verschiedener politischer Strukturen, nicht nur die geistige Genese, sondern auch die politische Kooperation mit dem Nationalsozialismus einfach ignoriert wird oder bagatellisiert wird. Ein Beispiel ist der Verhut von 1941. Wenn man immer wieder im antizionistischen Kontext hört, naja, vor 1948 haben die arabischen Juden in Frieden gelebt. Haben sie das? 1941 beispielsweise war der Verhut nicht nur einfach ein großer Pogrom, bei dem hunderte jüdische Personen gerade in Bagdad getötet wurden und auch die große, große Flucht der jüdischen Menschen aus dem Irak angefangen hat, sondern das ist passiert unter einem Präsidenten, der hieß Rashid Ali El-Gailani. Und der war überzeugter Partner der Nationalsozialisten. Ironischerweise, wenn ihr heute mal im Irak rumlauft, müsst ihr nicht überrascht sein, wenn ihr irgendwo mal Hakenkreuze seht. Die gibt es immer noch, an die Wand gesprüht. Warum? Viele Jugendliche sehen das bis heute als einen Widerstand gegen ihre Besatzung, nämlich die Briten. Damals war nämlich die Machtlinie zwischen den Nationalsozialisten und ihrem kolonialen Einfluss in Mittelost und Großbritannien, die nämlich damals die Mandatsherrschaft über den Irak hatten. Das ist eine politische Realität, das kann man ausverhandeln, aber wie viel davon ist dekolonial? Generell ist die Kategorisierung des Mittleren Ostens und Nordafrika als weiß sehr problematisch, wenn dann eben die Realität von misrachischen und sephardischen Jüdinnen und Juden als eine weiße Realität dargestellt wird. Und das ist einer der komplizierten Punkte. Wenn sich einige von euch beispielsweise gerade in der Flüchtlingshilfe engagieren und dem, was gerade Flüchtende aus Ostafrika oder aus Subsahara-Afrika erleiden müssen, wenn sie einmal in Ländern wie Libyen oder Tunesien oder Marokko oder Algerien angekommen sind, dann würde ich, glaube ich, nochmal in Frage stellen, was unsere Kategorien von weiß und braun sind und wie sehr der Mittlere Osten braun ist und BPOC ist, wenn es beispielsweise um Schwarze geht und wie die eigene Kolonialgeschichte hochkommt. Stellt das das andere Leid in Frage? Nein. Aber nochmal, ich rufe darauf aus, die eigenen Standards auch anzuwenden. Der vierte und vorletzte Punkt, Antimoderne und Essentialismus. Rassismus, wir haben Rassismus überall und die Antimoderne haben wir gleichzeitig als ein zentrales Element des Antisemitismus, wie ich euch vorher aufgezeigt habe.
Und es gibt ja legitime Punkte. Immer wieder kommt es beispielsweise zu Pinkwashing, dass eben beispielsweise dargestellt wird, naja, an Israel ist ja eigentlich nichts zu kritisieren, weil da können homosexuelle Menschen, queere Menschen frei leben. Oder dass beispielsweise, das wird auch immer wieder gerne im Mittleren Osten gemacht, mit verschiedenen Konsulaten, das Thema Pinkwashing begangen wird, um ein bisschen davon abzulenken, dass man sonst eigentlich wirklich nicht viel macht in der Region. Queeren Menschen ist am allerwenigsten dabei geholfen. Die haben meistens überhaupt Probleme, irgendwo einen Asylantrag stellen zu können. Das ist natürlich klar. Islamismuskritik wird auch oftmals auf sehr rassistische Art und Weise gemacht. Und wenn dann in den Nachrichten bei verschiedenen Messeangriffen beispielsweise die Rede ist von Menschen, deren Kultur unvereinbar ist mit uns, oder Islamismus als etwas, was einfach in der DNA von Menschen ist, dann wird das Thema ja nicht als politisches Thema wahrgenommen. Und da macht man ja auch die ganzen Menschen unsichtbar, die ja gegen Islamismus kämpfen und die auch die Opfer von Islamismus sind. Das heißt, rassistische Ressentiments werden ganz klar bedient. Was aber auch ein ganz, ganz großes Problem ist oder einer der reaktionären Effekte der gängigen Antirassismusarbeit auf diese Probleme, die da gebracht werden, vor allem in den Medien, ist, dass halt eben ganz schnell auf einmal die Kämpfe, die es im Mittleren Osten gibt, die sich dann gegen Islamismus stellen, für die Befreiung von queeren Menschen, von Menschen mit anderen Gender-Identitäten, von Frauen und so weiter und so fort, von Menschen, die nicht religiös sind, von Menschen, die zu religiösen Minderheiten gehören, sofort als ein Ding westlicher Einflussnahme dargestellt wird. Etwas, was irgendein ominöser westlicher Kampf ist, der da jetzt den Leuten eingespeist ist, dass die Leute nicht selbst auf universalistische Werte kommen. Und nicht nur das, es wird ein Essentialismus des Mittleren Ostens vorgenommen, wo Leute wirklich bahnbrechend weite Wege gehen, um Argumentationen zu finden, warum islamistische und offen misogyne Strukturen irgendwie doch Frauen empowernd sind. Und warum Strukturen, die Frauen das Leben zur Hölle machen, irgendwie doch als dekolonial wahrgenommen werden müssen, und man muss die ja verstehen und man muss das ja alles neu kategorisieren, und die da drüben haben ihre Kultur und die müssen wir verstehen. Ihr merkt's, dasselbe passiert in die andere Richtung. Das ist ein Klotz, der ist so wie der ist, und wir finden alle einfach eine Geschichte dafür. Und das, dieser Essentialismus und diese Antimoderne, bringt auch damit, dass eben bestimmte Kämpfe als authentisch und real dargestellt werden, während andere gelogen sind, während andere unauthentisch sind, während anderen der Vorwurf gemacht wird, dass es eben nichts Reales ist. Und das haben wir gerade bei der Iran-Revolution gesehen, in den ersten Wochen der Iran-Revolution. Eine der Fragen, die ich immer wieder bekommen habe: Denken Sie, die CIA steht dahinter? Warum? Weil Menschen im Iran keine Freiheit wollen, von sich selber aus? Der letzte Punkt, und das ist einer, den ich an euch mitgebe, weil wenn ich mir diese Fragen anhöre und das Ganze, wie debattiert man das in der Uni und wie debattiert man Nahost und so weiter und so fort, wie viel Geopolitik braucht Antidiskriminierungsarbeit? Wir reden über einen realen politischen Konflikt. Wie sehr können wir über Diskriminierung und Rassismus in Deutschland, was ja real ist, reden, ohne aber ein fundiertes Wissen von Geopolitik und Geschichte zu haben und auch alle Dimensionen mit reinzubringen? Das ist keine einfache Frage. Ich kann ja nicht Leuten die Teilnahmerolle in einem Diskurs absprechen, nur weil sie irgendwie Politik-MPU nicht gemacht haben. Das geht ja nicht. Das ist ja auf diese Art und Weise nicht möglich. Aber wir sehen nach dem 7. Oktober, die Geschichte ist einfach sehr viel komplizierter als, hey, Leute, Moment, das muss man einfach verstehen, und das ist der Kontext. Der Kontext ist die Besatzung Israels, aber irgendwie ist der Kontext nie iranische Proxys. Es ist nie die Frage, wie die Hamas überhaupt diese Mittel hat, das zu tun, was sie gemacht haben. Was ist das Ziel von verschiedenen Organisationen? Was ist das politische Ziel über die Verteidigung, den Widerstand hinweg? Das ist doch natürlich die Frage, die man sich stellen muss. Und das sind komplizierte Fragen. Es gibt Menschen, die machen das Vollzeit und die haben keine Antworten. Wenn man im zweiten und dritten Semester seines Undergrad-Studiums ist, weiß ich nicht, ob man das unbedingt dann auch schaffen wird. Ist das der Anspruch? Aber wohin kommen wir dann, wenn wir sagen, wir müssen eine Debatte führen und es gibt keine Basis? Reden wir über unsere eigenen Befindlichkeiten?
unsere Ambivalenz mit Identität in einer postmigrantischen Welt, was vollkommen legitim ist. Oder reden wir über einen politischen Konflikt im Mittleren Osten? Das weiß ich nicht seit gestern, das wissen wir alle nicht seit gestern, das hat jemand, die Sailor Ben-Habib, ja selber auch aufgearbeitet und eben gesagt, diese Grenzen in einer globalisierten Welt zwischen dem Örtlichen und dem Globalen sind immer verschwommener. Und natürlich, wenn man Rassismus global begreift, dann kann man den nicht nur hier vor der Haustür diskutieren. Aber es wird immer deutlicher, dass dieses politische Wissen einfach wichtig ist. Womit gehen wir also nach Hause? Rassismus und Antisemitismus sind zwei verschiedene Sachen, haben zwei verschiedene Definitionen und es ist auch nicht schlecht, dass es diese Definitionen gibt. Kann man die verbessern? Ja. Muss man ganze Konzepte über Bord schmeißen oder hilft es zu sagen, dass nicht nur Juden Semiten sind? Ich glaube nicht. Geopolitische Machtasymmetrien. Wessen Machtasymmetrie thematisieren wir? Wer hat welche Macht? Wer ist unterdrückt? Wer ist kolonial? Wer ist nicht kolonial? Ich würde sagen, der Mittlere Osten ist einer der schwierigsten Orte, um das so feinsäuberlich auszudividieren. Und wenn? Be my guest, go all the way. Dann redet bitte auch über Kurdistan, redet über Armenien und Arzach, redet über Balutschistan, über alle anderen besetzten Gebiete im Mittleren Osten. Revisionismus und Kulturrelativismus, darf man heutzutage noch universalistisch sein oder gilt man dann schon als CIA-Agent? Denn es gibt diese Menschen im Mittleren Osten, die Freiheit wollen, die ihre Kultur, ihre Sprache, ihre Religion lieben, aber die tatsächlich sehr überzeugt sind von den universalistischen Werten, an die wir auch hier vielleicht glauben. Und was bedeutet Moderne und Essentialismus und die Romantisierung des Indigenen und des Echten, wenn wir das wirklich zu Ende denken? Ich denke, es ist wirklich, wirklich, wirklich gefährlich. Möchtet ihr Geopolitik oder nicht? Ich glaube, das ist auch eine der schwierigen Fragen, die wir uns stellen müssen zum Ende, in der Art und Weise, wie wir auch an Hochschulen diese Dinge diskutieren. Das heißt, wenn man der Überzeugung ist, beispielsweise eine Uni in Haifa boykottieren zu müssen, dann kann man sich die Frage stellen, warum man das beispielsweise bei einer türkischen Universität nicht machen würde, die seit Jahren von einem Stellvertreter Erdogans unterstützt wird und regiert wird, das bei iranischen Strukturen nicht passiert und so weiter und so fort. Das kann man weiterziehen. Zum Abschluss habe ich noch ein paar weiterführende Medien für euch. Ihr könnt gerne einfach ein Foto machen, wenn ihr möchtet, von verschiedenen Kontexten, von den verschiedenen Podcasts, verschiedenen Veröffentlichungen zu dem Thema. Hier habt ihr zwei Podcasts. In dem zweiten bin ich mit dabei, wo es um Antisemitismus geht. Im zweiten haben wir auch aus kurdischer, armenischer Position darüber geredet, über antisemitische Bilder. Wir haben unsere neue Veröffentlichung von der Amadeo-Antonio-Stiftung über innermigrantischen Rassismus, der auch ganz viel über koloniale Geschichte im Mittleren Osten redet. Und hier habt ihr noch ein paar andere Links zu Inhalten, zu eben der Vertreibung von arabischen Juden, zur mittelöstlichen Rechten, der türkischen Rechten beispielsweise und dem Zusammenhang zwischen dem Nationalismus und dem Mittleren Osten. Ich danke euch.